Die Schweizer Rock-Prominenz kämpft mit neuen Songs gegen AIDS. Der Bericht zur Live-Premiere in Bern. Wie sagt man etwas, das jeder hören soll, aber keiner mehr hören will? Dieses Dilemma löst die schweizerische Stop-AIDS-Kampagne seit nunmehr 10 Jahren mit Bravour und trotz des ernsten Themas mit Humor. Doch je länger aufgeklärt werden muss, desto schwieriger wird es, Gehör zu finden. Diesmal kommt die Botschaft des Bundesamts für Gesundheitswesen musikalisch daher. 15 Schweizer Bands haben den Auftrag erhalten, Stücke für eine CD zum Thema AIDS zu schreiben. 8 der Gruppen sind dieses Wochenende mit ihren Songs in Bern aufgetreten. Urs Augstburger war dabei und traf den Mann, der auf die Idee mit der Banane kam. Und jetzt nur noch rollen, 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 rollen und fertig. Höhepunkte der schweizerischen Stop-AIDS-Kampagne. Seit 10 Jahren wird ebenso witzig wie nachhaltig aufgeklärt. Es ist traurig, aber es ist eben wahr. Pariser sind der Knülle. Ein Seitensprung im Minimum. Ein Gummidrum. Stop-AIDS! Schon früh setzte man auf Musik als Transportmittel der präventiven Botschaft. Ich bin positiv. In Bern wurde dieses Wochenende die CD Stop-AIDS-Songs vorgestellt. 15 Bands von Songs Unique bis Stop the Shoppers, von Stefan Eicher bis Dodo Hug, rappen und singen darauf zum Thema AIDS. Seit 11 Jahren lebe ich jetzt mit dem Virus. So verschieden die Bands sind, so unterschiedlich ist ihr Zugriff auf das heikle Thema. Die Älteren setzen sich mit Krankheit und Tod auseinander. Das Anliegen der jüngeren Bands, wie der Berner Hip-Hopper Merfin Orange, ist verständlicherweise die Prävention. Wir machen es am Boden oder auf dem Esstisch. Wir tun im Keller oder im Garten oder sonst im Intercity. Wir können es nicht lassen. Probieren einfach alles aus und wir steigen ein. Und fliegen davon. Rosa UFO. Der Pariser als rosa UFO. Die Botschaft, die einst schon Polo Hofer vertrat. Doch diesmal in der Selbstverständlichkeit und der Sprache der 90er Jahre. In der Schule, oder, gehört man das vom Gummi aus, das haben wir alle in der Schule gelernt. Wir waren so die Ersten fast. Und irgendwie, seit 10 Jahren weiss man das jetzt einfach. AIDS ist gefährlich und Sex ist gefährlich. Und so irgendwie kommt man das so in und dann überlegt, ja, aber Sex ist einfach schön, oder? Und Liebe machen ist schön. Und ja, wir wollen uns doch das nicht vermiesen durch das. Lustig, lustig, es gibt wunderbare Hand, insgesamt eine Freude auch für deine Tante, erwachsen oder schwer. Sex in allen Spielarten, aber stets zu dritt. Der Pariser ist immer dabei. Eine Alternative gibt es nicht. Neueste Studien zeigen, dass die Jungen dies verinnerlicht haben. Eigentlich geht es mir sehr gut, abgesehen von sporadischen Schlafstörungen und Schwächeanfällen. René Fisch, seit 11 Jahren HIV-positiv. Der ehemalige Werber entwarf diese Stop-AIDS-Plakate und auch die Spots mit der Trickfigur Leo. Dass er selbst positiv ist, hat er damals und bis heute verschwiegen. AIDS-Risiko. Inzwischen ist René Fisch nur noch Musiker. Der Sänger des Duos Fischol hat aus der eigenen Erfahrung heraus den authentischsten Song der Stop-AIDS-CD geschrieben. Und ich habe Phasen gehabt, vor 3-4 Jahren, wo ich Nierenkolik hatte, wo wirklich nichts mit AIDS-Symptomen zu tun hat. Aber ich meinte, jetzt ist es soweit. Jetzt geht es noch 3-4 Monate im Bootsziehen. Und dann bin ich ausgeflippt, aber wirklich durchgedreht, so richtig in Panik. Weil ich das Gefühl hatte, jetzt bist du noch einen Monat, zwei, dann bist du tot. Aber unterdessen habe ich gelernt, besser damit umzugehen. Es gibt auch eine gewisse Sachkenntnis über einem selber. Man lernt sich besser kennen, seinen Körper, den Geist, alles. Und man kann viel besser mit der Zeit beurteilen, was könnte jetzt etwas mit AIDS zu tun haben oder was ist etwas, was alle normalen Leute auch haben. Jetzt nur, ja,
Ich glaube, was herrscht, ist eine versteckte Ausgrenzung. Fachleute wissen da etwas mehr darüber Bescheid, zum Beispiel, will man eine Lebensversicherung in diesem Zustand abschliessen, will man seine Krankenkassenverpflichtung verbessern, ist das alles völlig unmöglich, gar keine Diskussion. Das ist im Prinzip diskriminierend. Normale Leute erfahren das gar nicht, weil es geht schon zu fest ins Detail. Dann die Ausgrenzung innerhalb der Bevölkerung im Sinn, übrigens, der Sef hat AIDS oder der Sef ist HIV-positiv, schmeißen wir uns so Beiz aus oder reden wir nicht mit ihm, geben wir ihm nicht die Hand. Ich glaube, das hat sich gelegt. Damit es so bleibt, muss die Kampagne weitergehen. Die Stop-AIDS-Songs und Menschen wie René Fisch erinnern an das, was man am liebsten verdrängen möchte.